Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei Raft mit dem geilen Biokraftstoff, Erik. Ich konnte ihn gerade aufnehmen. Oh, ja, ich seh's, du hast ihn noch gerade in der Hand. Ja, warte, guck mal hier. Da oh, ist cool. Ein Biokraftstoff. Hä, so ein winziges Glas? Was ist das denn? Das muss aber sehr performant sein. Kann ich das hier reinpacken? Ja, platzieren. Ja, da ist ein bisschen was drin. Oh. Okay, das heißt, die Rohre sind alle für den Arsch aktuell. Cool. Die Frage ist halt nur... Was machen wir damit? Na, erstmal sammeln. Aber die Frage ist, wenn wir den jetzt hier drin sammeln und bauen dann den Dingens ab irgendwann. Auf gar keinen Fall ist das doch noch drin. Never ever wird das übernommen. Nein. So, hier wird wieder Honig benötigt. Okay. Tja, das Mysterium mit dem Kochtopf haben wir immer noch, ne? Also müssen wir. Ja, jetzt ich hab jetzt bei der Wiki auch nicht so wirklich eine Erklärung gefunden, wie das geht. Vielleicht sind wir aber zu dumm. Ja, vielleicht ist das aber auch einfach nur ein bisschen zu umständlich. Also, nein, weiß ich nicht. Nein, Tobi, was? Tut mir leid. So. Kann man da nicht einfach einen ganz normalen Kochtopf machen, wie bei jedem anderen Spiel auch? Nein, was? Entschuldigung? Zweifelst du an der Weisheit des Erschaffers, Tobi? Nee. Ist das nee, das, was du nee. Tust? Nein. Ich höre da schon ganz schön viel Ketzerei heraus. Soll ich da noch mehr Palmblätter reinschmeißen oder was? Ja, ich meine, warum nicht, ne? Ja, weißt du was? Wir machen das einfach. Wir ballern Palmblätter rein, weil wir sammeln die ja eh auf. Und wir können die Kraftstoffe erstmal in der Kiste sammeln irgendwo. Ah, ja, ja. So, können wir hier unten doch noch eine schöne zweite Holzkiste machen, weil gerade ist nämlich voll da vorne. Junge, Junge, eben die Wellen hier. Oh. Mist, der Tobi ist schneller. Jetzt habe ich 12 noch auf Tash. Guck mal, Honig. Oh, ist schon voll. Ja, scheiße. Ja, ja, shit. Ja. Kann mir vorstellen, hast du später wahrscheinlich 2 von laufen oder so. Honig. Einmal Honig. So. Hä, 2-mal Honig. Okay, ist auch egal. So, bupp, rein da. Und dann sammeln wir erstmal wieder. Stuff, ey. Oh ja. Also wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich. Oh, dieser Dampf. Wahrscheinlich läuft es so, dass wir den Tank dann irgendwie an irgendeinen Motor anschließen. Und die Generatoren müssen wir. Wir müssen den Biokraftstoff wahrscheinlich manuell da mal reinballern. Aber wir haben keine Motoren gerade, oder? Ich glaube nicht. Also nicht die, die wir brauchen. Wir haben die aber auch noch nicht erforscht. Also, wir haben die noch keine Dings bekommen, ne? Wir können die auch noch gar nicht bauen. Nee. Gut, und wir können die ja trotzdem schon mal herstellen. Das ist ja nicht das Problem. Und bei den jetzigen, ich glaube, da gehen nur Planken rein, ne? Ja. Da steht zumindest mal Planke platzieren. Was ist, wenn du den Biokraftstoff in die Hand nimmst? Ja, nächstes Mal, beim nächsten Biokraftstoff. Oder kann ich ihn da rausnehmen, ne? Aber, warte mal, haben die Motoren. Die haben doch auch Anschlüsse. Ja, die Motoren haben auch Anschlüsse unten, guck. Haben die? Oh ja, Tatsache. Problem ist, ich habe die so schlau gebaut, dass, Gut, aber kannst du da bestimmt trotzdem rein... Nein. Reinballern, oder? Nein. Ich muss die Motoren später nochmal umbauen. Meinst du nicht, dass das trotzdem geht? Und ich sehe, dass wir eine zweite Reihe an Motoren dann brauchen wahrscheinlich. Nee, geht leider nicht. Also bei dem Außen kann ich... Hier... Bei den anderen glaube ich nicht. Hallo, kann ich auch wieder abbauen? Warte mal. Bei den anderen geht's, glaube ich. Ne, geht nicht. Ja, da muss ich den Motor nochmal umbauen. Oder wir gucken halt mal, ob wir manuell da was reinmachen können. Aus dem Tank kriege ich Kraftstoff nicht raus, nur rein. Okay, das heißt, die muss man dann auf jeden Fall mit dem Rohr verkabeln, damit man das da wieder rauskriegt irgendwie. Mm. Okay, okay, okay. Ja, Kupfer. Hatte ich nicht Sand eingeschmolzen? Habe ich nicht drauf geachtet.
Okay, muss ich mal drauf achten. Dann das ganze Kupfer einschmelzen. Ich würde sagen, wir sollten mal unser Lager jetzt. Also wir sollten die Sachen, wo wir kochen, umbauen, irgendwo anders hinbauen. Vielleicht oben irgendwie eine Kombüse hin und bla, dafür brauchen wir aber noch eine Menge Holz. Ja, das stimmt. Aber Holz sieht gerade ganz gut aus, aber das wird wahrscheinlich genauso schnell, wie es da war, auch gleich wieder weg sein. Wahrscheinlich ja. Oh shit. Okay, wo war denn der Huhn nicht? Ach, hab ich gleich Bienendings raus hergestellt. Also. Ja, so. Okay. Lag. Ja. Rohe Kartoffel platzieren. Nein! Also sehr ergiebig ist das aber nicht mit dem Kraftstoff, glaube ich, bis jetzt, ne? Aber vielleicht hält er ja länger in den Maschinen drin. Ich weiß, wahrscheinlich musst du das halt alles in Massen irgendwie machen, ne? Mhm. Aber Massen heißt natürlich dann auch mehr Platz. Ja. Und natürlich brauchen wir bei mehr Platz auch immer mehr Motoren, also auch immer mehr Kraftstoff. Schwierig. Ja. Wo habe ich den Bauhammer hingepackt? Oh, ist schon wieder eingeschmolzen hier. Kupfer, 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 Planke. Ich brauche wieder Planken. Planken. Yeah. Planke, Planke. Ja, wir werden auf jeden Fall auch mehr Schmelzen brauchen. Also auf Dauer werden wir, glaube ich, also wenn wir hier eine Gruppe, wir werden hier, glaube ich, eine große Industrie eröffnen müssen. Gefühlt irgendwie schon, ja. Auf unserem Floß, möchte ich dazu sagen. Auf unserem fucking Floß. Ja, gut, das ist aber total legit, also. Ja, gut. Wer heutzutage keinen industriellen Komplex auf seinem Floß hat, ist eh lost. Eben. So. Okay, wie sieht's hier aus? Biokraftstoff aufnehmen? Ich probiere mal. Gleich nachdem ich wieder nachgefüllt habe. Ah, okay. Das Ding wird also nicht komplett leer. Oh nein, ich dachte gerade, ich habe Kartoffeln reingeschmissen. Vielleicht habe ich das sogar. Ja, ich habe auch zwei Kartoffeln, hat er, glaube ich, automatisch reingeballert. Ich weiß nicht, warum das macht. So, okay, dann haben wir einmal Biokraftstoff. Haben wir irgendeinen Motor, der leer ist gerade? Nee, ne? Ah, doch, der hier. Biokraftstoff platzieren. Guck mal, Tobi, der zweite hier, der hier. Ja. Ah. Oh, oh, wow. Oh. Geil. Das ist ja geil. Okay, ein Honig und die ganzen fucking Palmblätter, die wir eh nicht brauchen. Statt Planken, die das wir brauchen fürs Bauen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Okay, wir brauchen mehr Bienen. Und was wir brauchen ist, wir müssen die Biokraftstofftanks, glaube ich, umbauen. Oh Gott, wir müssen, glaube ich, richtig so eine Motorsektion machen, ne? Das Boot wird noch länger. Ja. Ich muss leider... Eins, zwei... Ja, zwei Motoren muss ich rausnehmen aus der Reihe hier. Und dann schlimmstenfalls hinten aber nochmal nachrüsten mit drei neuen Motoren. Also einen neuen brauchen wir mit letzten Endes, aber... Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Uff. Da wir über Kreuz machen können, kann ich hinten, glaube ich, auch noch ein paar Tanks reinstellen. Und dann können wir mal den Tank auffüllen. Der fuelt immer die ganzen Motoren. Aber wir werden wahrscheinlich einige von diesen Biokraftstoffdingern brauchen, damit wir den Tank immer voll halten. Oder einigermaßen voll halten. Ja. Kann man an den Tank mehrere Rohre? Brauchst du ja nicht. Du machst ja dann über Kreuz, aber du machst Kreuzverbindungen. Der fuelt alle Motoren dann durch. Ach ja, stimmt. Und wir machen, glaube ich, dann einfach vier Tanks hinten. Oder so. Wir haben dann ein, zwei oder drei Tanks oder drei oder fünf Tanks. Mal gucken. Würde ich vorschlagen. Wir könnten sogar noch mehr machen. Wenn wir das wollen. Da ist eine Insel. Aber die brauchen wir nicht.
gerade, oder? Nö, nö, nö. Eine Insel mit Bienen drauf wäre geil. Ja, das ist leider keine. Okay. Die Sache ist die, ich muss den Biokraftstoff da hinten eh abbauen, glaube ich. Also den Tank. Da würde uns ein Biokraftstoff verloren gehen. Das ist jetzt aber nicht so wild, ne? Nee, war ja nur Test, also kein Scheiß. Genau, genau, genau. Das heißt, ich würde zwei Motoren jetzt einfach wegbauen. Das wären dann er hier. Warte mal. Ah, der ist eh leer. The Bam, der ist weg. Und er hier, den ich leider gerade gefüllt habe, das heißt, den lasse ich gerade nochmal. Der hier ist auch noch leer. Da mache ich gleich Biokraftstoff rein. Den einen, den ich gerade gefüllt habe, lasse ich nochmal und dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Hier mache ich dann zu. Dafür brauche ich meinen Bauhammer wieder. Mal gucken, wo der ist. Drei Motoren haben wir uns gereicht, ne? Im Moment wohl, ja. Ja, ja, wie gesagt, später, ich würde das eh nach hinten noch erweitern. Dann. Ich glaube, drei haben gereicht oder hatten wir vier? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal, ich mach mal kurz. Oh, lag. Bei mir auch gerade. Warte mal hier, Bob. So, und dann könnte ich hier theoretisch, nur mal zum Üben. Bob. 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 Das würde dann hier lang gehen. Und hier wäre dann. Hier wären dann quasi Tanks oder weiter hinten, je nachdem. Und das würde dann. Theoretisch kann man die hier auch überall crossen. Aber ich glaube, das würde ich dann hier machen, dass wir überall Kreuzverbindungen haben. Wenn ich nicht vorher verhungere. Ich glaube, die Chance ist ziemlich groß, dass das passiert in dem Spiel. Mhm. So. Oh, Jesus schwimmt hier. Was? Jesus schwimmt hier rum. Heißt der Hai Jesus? Warum? Also. Warum? Ja. Ups. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich frag einfach gar nicht. So, Biokraftstoff aufnehmen, prima, prima. Lag. Ja, bei mir auch. Dann mit dem Biokraftstoff. Das wird noch interessant. Fuel ich jetzt den da drüben. Okay. Den hier. Oben. Herzlichen Glückwunsch zur Einfuelung. Tobi, bitte. Wir wollten nicht mehr drüber reden. Mach ich den Motorraum ein bisschen geräumiger? Ja, ne? Ja, nicht, wir werden Platz brauchen, ne? Wahrscheinlich. Also nicht so auf Krampf zusammengepfercht, ne? Nicht Motorraum.zip. Nee, nee, ich will das schon ein bisschen großräumiger machen. Okay. Okay, warte. Weil das, was ich gerade mache, können wir uns theoretisch auch sparen. Das ist normal. Oh, das wird knifflig hier. Nein, wird's nicht. Ich brauche hier eh nach vorne dann. Okay, cool. Ah, gut. So. Na klar. Boah, diese Lags, ne? Verpiss dich. Ja, Tobi, tut mir leid, Tobi. Oh, die Bienen aber schon ordentlich an den Blumen umgesaugt. Geil. Fast leer. Ich liebe es. Ich gucke das so gerne zu. Die Blumen sind leer, hä? Nee, nee, nee. Also nicht fast, aber zwei Beete sind schon weg. Also da sind schon keine Blumen mehr drin. Aber dann waren das entweder die Möwen oder die Blumen verrotten einer Weile, oder? Oh, diese Lags. Also die Möwenscheuche da, die Vogelscheuche ist noch da. Also, was? Also. Okay. Hä? Weird.
Ah. Okay, cool, cool, cool. So, fast alles eingeschmolzen. Diese Freezes, ich kotz ins Essen. Ja, da muss ich die Sektion hier vielleicht wieder erweitern. Es sei denn, ich mache jetzt erstmal hier. Muss mal gucken. Ich baue mal eben den Kraftstoff da drüben ab. Alter, Diät. Die Wellen, ey. Die zum Glück auch nicht nervig. So. Ich teste mal ganz kurz. Nur mal just for fun. Hopp. Aha. Müsste jetzt fast alle Motoren beliefern, außer einen, den ich über Kreuz anschließen müsste. Leider. Geht nicht anders. Oder ich mache das hier vorne rum, einfach statt hinten rum. Ah, nice. Salzwasser, Tobi, zu Störung. So. Okay. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Freue ich mich drauf. Vor allem bin ich gespannt, wie viel das frisst. Also, ob das gut reinzieht oder ob das sparender ist als Planken. Müsste ja eigentlich, oder? Das wird auf jeden Fall, glaube ich, reinziehen. Also, sparen als Planken, ja. Weil wir halt diese scheiß Palmblätter, die wir eh nicht brauchen, dafür verwursten. Boah, voll geil. Das ist halt gut. Oder theoretisch, ich kann mir vorstellen, dass Kartoffeln viel mehr bringen als Palmblätter. Und wenn wir dann eine Kartoffelfarm haben zum Beispiel, und so ein Kartoffel-Overflow eventuell, dann könnte es auch gut funktionieren. Meinst du, das Spiel unterscheidet da? Ich glaube schon. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Hm. Wieso ist Honig nicht bei Essen? Honig bei den Ressourcen, bei okay. Ja, keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich, weil man es nicht essen kann, ne? Ja, trotzdem ist das doch Nahrung, oder? Eigentlich schon. Gut. Ich red nicht drüber. So, Palmblätter. Das Gute ist aber, wir können alles reinballern, was wir wollen. Wir können ja Kartoffeln und Palmblätter, ne? Wir müssen ja nicht Monokultur züchten oder so. Nee, das stimmt. So, die beiden Kisten müssten... Ah, da ist noch Kupfer. Die müssten weg. Ton und Sand. Und Erde. Schmutz. Schmutz? Das sind Männer in der Kiste, Tobi. Wo hat man denn... Oh, Alter. Die Friesen aber jetzt deutlich stärker geworden bei mir. Ja, irgendwie schon. Bei mir auch. Also das bleibt halt manchmal jetzt gerade zum Beispiel einfach komplett stehen. Mhm, bei mir auch. Heftig. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Also wenn es bei uns beiden stehen bleibt, dann... Ich vermute halt der Netcode eventuell. Hm. Teilweise wirklich sehr störend. In meinem sonst reibungslosen Gameflow. Was macht man bei einem Netcode-Fehler? Also was macht man da? Nichts. Der muss besser programmiert werden, der Netcode. Oder einer von uns hat eine scheiß Leitung, was wahrscheinlich ich sein werde, nicht gut. Hm. Aha. Junge, bist du lästig! So. Und Blumen. Ja, einmal einer Blume fehlt da schon, okay. Ich glaube, die hat die Möwe weggeholt. Ja. Was denn? Ich hab gesehen, was du da getan hast. Tobi. Nach Fingernagelschmutz.
Sag mal, ist das doch dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Alter, wie kann das denn sein innerhalb von einer Sekunde? Was ist denn das für ein nerviges Gezuppel? Wie kann... Ja, aber doch nicht alle 3 Sekunden. Warum? Schwierig. Boah. Wie anstrengend. Und dazu noch diese Freezes. Das macht mich fertig. Ja. Also die Rohre machen wir später nochmal besser. Das ist jetzt erstmal nur, weil es so muss. Provisorisch, meinst du? Genau, geht gerade leider nicht anders. So. Ich weiß gar nicht, was du hast. Läuft doch alles gut. Ma. Oh, das ist furchtbar einfach. Oh. Kommt das vielleicht von irgendeiner Mod? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Nee, das war vorher auch schon drin. Wir haben ja keine sehr großen intrusive Mods, glaube ich. Jesus! Ich hab Jesus gesehen, Tobi. Nice! Und der war voll okay. Weiß ich nicht. Jesus, he knows me, and he knows I... Weiß ich nicht mehr. Was haben wir denn hier gerade auf dem Grill? Seebrasse. Kennst du Seebrastian? Den habe ich schon vor 400 Jahren in meinem Stream gebracht, Tobias. Es ist lustig, weil es wahr ist. Okay, ich mach mal gerade was. Bitte verzeih mir, Tobi. Nee. Verzeih mir. Bleib bei mir. Schnarch. Oh, Alter! Gleich kommt der Vogel wieder. Das ist witzig, weil das wahr ist. Was habe ich denn diese komische Rübe? Ah, natürlich. Was denn? Mein Ohr hat gejuckt. Soll ich dich schubbern, Tobi? Ja, bitte. Im Ohr. Mm. Du weißt, ich würd's tun. So, 2 Samen noch dahin. So, weg damit. Okay, wupp. Hier ist auch die Erde. Das war eine sehr gute Idee, was du da gerade machst. Ich kann nämlich kein Holz mehr mitnehmen. Oh. Beide sind alle Kisten voll. Ich wollte eigentlich nur das Lager anbauen. Ja, ja, deswegen, ich stelle da gerade ein paar Kisten hin, die kann man einfach rüberpacken dann. Super. Ich habe Durst. Klingt glaubwürdig, Tobi. Ja. Warum hustet man so? Sag mal! Dieser verfickte Fotzenvogel! Was, Erik, was? Das reicht aber auch mal! Verpiss dich! Was soll ein Saubermann? Junge! Vogelpunkt. Ein Vorbild für die Kinder. Set Vogelpunkt Nährfaktor gleich 300%. Ich würde sicher, die Kinder sehen das ähnlich. So.
So, warte, lass mal einen Grill frei, Tobi. Ja. Hehe. Guck mal hier. Oh, geil. Geht ein guter Fotzenvogel. So. Was Erik? Das ist doch... Was? Willst du mich verarschen? Was ist denn mit dem Ding? Welches kranke Schwein hat das programmiert? Alter, verpiss dich! Boah, was? Doch nicht alle zwei Sekunden! Du kannst ja nichts mehr machen! Ich weiß nicht, wie viel Freude wir mit dem Hai hatten! Ja, das stimmt. Boah! Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Lag. Ja. Wenn der Vogel nicht weiß, laggt's, Alter. Das ist einfach eine... Oh, puh. Ne. So. Hopp. 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 Hä? Achso. Was denn? Ich wollte gerade eine gegrillte Kartoffel noch mal auf den Grill legen. Wobei, das wären dann Chips. Schon geil. Eine gegrillte Kartoffel? Gerade. Müssen wir meine Geräte kaputt machen? Nee, Leute. Oh, nein, nein, nicht mein Bauchhammer. Truhen. Oh, die sind beschäftigt. Ja, es hat was Sommerliches. Ne? Hä? Ach, man kann Truhen auch die Wand platzieren? Okay, das wusste ich gar nicht. Ach ja, stimmt, das hat ja noch jemand in die Kommentare geschrieben. Okay. Aber, ja, naja. Mein Gott. Also, ja, aber ich finde es so eigentlich ganz okay, wie wir es haben. Es viel, wirkt ordentlicher. Nein, du musst es so machen, wie es in den Kommentaren steht jetzt. Achso, Entschuldigung. Sträube dich nicht, du Lump. So. Ja, mehr Kisten. Geil, mit dem Eisen können wir jetzt mehr Truhen machen, Tobi. Oh. Und diese scheiß Plastiktruhen hier hinten mal aussortieren irgendwann. Boah, das wäre schön. So, ich mach nochmal zwei. Plupp. Müssen wir nur mal gucken, was wir wohin machen, ne? Ja. So. Geil, geil, geil. Das wird eine schöne... Ja, Brick heißt es wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es wird schön. So, Planken haben wir noch ein paar. Gut. Jetzt würde ich gerne mal Folgendes tun. 6. Oh ja, komm her. So, hier Honig rein. Und dann packe ich mal den Biodiesel da hinten in das Ding. Und dann will ich mal gucken, ob das verteilt wird hier. Wobei, die sind alle voll gerade. Na, der letzte ist nicht ganz voll. Tobi, tust mir einen Gefallen? Ja. Stellst dich mal hier hin und guckst mal auf die Anzeige von der letzten Pumpe. Ja. Und nur mal gucken, was passiert. Passiert was? Bis jetzt noch nicht, nee. Dann wird auch nichts passieren. Vielleicht, wenn die Pumpe leer ist, also wenn der Motor leer ist, dass dann nachgepumpt wird. Doch, jetzt ist voll. Jetzt ist er voll. Jetzt geil. Ist er. Okay, hat einen Moment gedauert. Nice. Ja, das okay. Ist schon stylisch. Geil. Okay. Das ist ja gar nicht angeschlossen hier in der Mitte. Sag mal, was ist das denn? Ja, ich habe doch einen Motor aus noch drin, den wollte ich nicht wegbauen, weil da noch Planken drin sind halt ohne Ende, ne? Ne, da haben wir den Biokraftstoff reingeballert, den ersten. Deswegen habe ich das noch nicht weggebaut. Was? Oh, aber ist geil mit dem Rohrsystem. Sogar Raft hat sowas. Minecraft hat sowas bis heute nicht. Nice! GT Minecraft! Geil! Tobi, sag mal kurz ruhig. Oh. Irgendwann fick ich diese Möwe.
Was? Ich meine das mit Street-Jargon. Ich werde es 1:1 austragen hinter der Sparkasse. Ah, okay. Ja. Aber ohne Messer und ohne Brüder. Mit, aber sowas von mit Messer. So. So. Krupp, krupp, krupp. Ich esse gerade den Bruder von der Möwe. Geil. Der hat's verdient. Einfach Zähne direkt in den Hals schlagen. Geil. Kann nicht den Falschen treffen. So, Kupfer und Eisen habe ich soweit eingeschmolzen gleich. Huch. Also Kupfer fehlt noch 2. Dann habe ich, glaube ich, alles eingeschmolzen. Dann würde ich vielleicht noch ein bisschen Glas machen, ne? Ja. Hast du mal probiert? Kannst du das direkt als Scheibe irgendwo hinsetzen? Hab ich nicht probiert. Ich wüsste auch nicht, wohin. Nee, und du kannst... Also man kann auch keine... Also man kann Fenster bauen, aber dazwischen kann man da auch nichts machen, ne? Nee. Nee. Nö, kann man nicht einsetzen. Na toll. Ja. Nö, ich glaube nicht. Wäre irgendwie cool, aber... So. Brauche ich noch Planken? Ich brauche wieder Planken. So. Planke, 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 Planke. So. Ich freue mich schon, wenn man irgendwas kriegt, womit die Netze automatisch leer gesogen werden und wir das 50.000 Mal bauen müssen. Oh, meinst du, da wird was kommen? Weiß ich nicht. Ich meine, geil wäre es schon, ne? Ja, theoretisch ja, aber überleg mal, wenn das alles an nur eine Kiste geht, die ist sofort verstopft. Ja, da müsste halt so ein, wie gesagt, so ein... Was denn? Das sehe ich ja jetzt erst. Jesus ist sein Kind. Ja, das hab ich vorhin hingeschrieben. Da, Tobias! Du kannst nur... So, ich glaube, ich weiß, was ich zuerst hier hin mache. Ich finde, Religionen sind da, um sich darüber lustig zu machen. Und um ein sicherer Anlaufhafen zu sein. Für unseren Nachwuchs. Hä? Was ja. Nee, stimmt schon, ja. Wir haben ja sehr viele wichtige Projekte im Bereich der Jugend. Projekte? Projekte, Erik. Du brauchst mir da jetzt nichts reindichten, was ich gerade gesagt hätte. Projekte, ja. Was denn? Nicht. Oh, huch, das waren zu viele Schilder. Sind übrigens bei 33 Minuten. Oh. Das wird alles automatisch. Kupfer. Reicht eine Kiste? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben Platz, ne? Ich glaube, bei Kupfer und sowas glaube ich schon, oder? Ich meine, theoretisch haben wir den Platz. Wenn hier unten erstmal alles voll ist, kann man hier locker Eisen hinmachen. Ne, mit so Doppelkisten. Also hat alles Doppelkisten dann wahrscheinlich, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel Eisen haben werden, aber ja. Warum Eisens? Wieso steht da Eisens? Die Eisens. Reicher als die Eisens. Robert! Das ist doch wohl nicht wahr. Ich gehe nicht schon früh dir. Wie ätzend ist das denn? Hä, hab ich jetzt... Was denn? Hast du sie... Der Vogel hat gerade mit unserer Vogelscheuche Sex. Bin mal gespannt auf den Nachwuchs, wie der aussieht. Glas. Kupfer, Eisen, Glas. Sind das die richtigen Sachen, die ich hier baue? Hä, ich hab doch 6 Schilder. Sind das die richtigen Sachen, die ich hier baue? Na klar, Erik. Ah,
Ich bin immer so unsicher, weil wir haben noch viel anderen Stuff, der eigentlich weg muss. Lass dich nicht verunsichern. Ich komme mal die... Ich komme mal... Weißt du was? Ich zum Abschluss esse ich jetzt die fucking Möwe. So. Hier liegt schon die nächste auf dem Grill. Geil. Oh. Mist, wie Illness. Schon gleich runterwürgen. Trockenes Fleisch, aber direkt mit Wasser runterwürgen. Hauptsache, das Ding ist weg. So. Ich glaube, andere Sachen wären vielleicht sogar wichtiger gewesen, hast du wahrscheinlich recht. Als Kupfer und Eisen. Ja, naja, an sich ist ja wurscht, ne? Wir können ja theoretisch den hier eigentlich gleich weiterbauen, das ist ja egal. Ja, genau, genau. Das, also beziehungsweise hier drüben fehlen ja auch noch ein paar Kisten. Mhm. Ah, die großen da? Ja, die sind aber ja, nicht beschriftet, genau. Ich würde, Schrott würde ich beim letzten vielleicht noch reinmachen. Ich glaube, das beschrifte ich jetzt schon mal, bevor ich es vergesse, weil Schrott haben wir auch ein bisschen was. Hallo? So, zwei Schilder? Braucht ihr dafür immer zwei? Hä? Aber wieso habe ich dafür sechs? Ich hatte doch vorhin sechs Schilder und habe drei gebaut und dann waren die alle weg. Verstehe ich nicht. Oh geil, Schrott. Naja, aber das ist hier bei den Steinen weg, ne? Ja, das stimmt. Oh. Ist auch schon ziemlich voll gewesen, der Schrott da drüben. Deswegen. Na, mal gucken, was da sonst so alles rumfliegt. Für Federn braucht man eine Abteilung. Oh, hier die Planken. Wir werden vielleicht für Planken auf der anderen Seite auch noch was machen, weil Planken braucht man halt immer, ne? Federn haben wir hier in der eigenen Kiste schon. Da sind auch nur Federn drin. Ah, okay, super, super. Ich überlege halt, ob man... Obwohl, Palmblätter werden ja bald vielleicht weg. Alles, was hier ist, die Steine vielleicht nicht unbedingt, aber alles, was hier ist, könnte eine Doppelseite vertragen. Planken, Plastik und Palmblätter. Wobei ich ja, nicht genau weiß, ob wir das alles so in der Menge brauchen, das weiß ich halt nicht. Na, im Mond. Ja, dann nächste Folge, ne? Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja. So machen wir das. Ja. Hört sich noch ein Plan an, ne? Ja, denke auch. Ich würde sagen, wir schmeißen mal die Motoren an und schippern mal langsam zur nächsten Insel eventuell. Oder wollen wir ein paar Planken loswerden, ein bisschen bauen? No, wir können das ja vermischen miteinander, ne? Wir können ja, das ist ja eh ein weiter Weg. Fahren wir da hin und wir können ja dabei bauen. Na gut, ja, das klingt am Plan. So machen wir's. Tobi, oh, geil. Tobi, so machen wir's. Ja, dann geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Schirio. Ja, tschüss. Oh geil, die Fickmöwe.